Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Transport Fever. Wir beginnen die Folge mal, indem wir in den nächsten Bauabschnitt fahren. Es geht ins Moseltal und der Baustart befindet sich in Koblenz-Gülz. Hier sind wir gerade nochmal kurz in Moselweiß, das ist ja bereits in einer Folge mal behandelt worden. Und dann geht es auch direkt weiter. Anschließend schauen wir uns natürlich das Wir-Bastel in der Zeitraffer an und ein paar Kameratool-Aufnahmen habe ich auch noch vorbereitet. Die Signalsetzung in der Ecke hier müsste einigermaßen der Realität entsprechen. Also ich habe mir das einfach in Führerstandsmitfahrten angesehen und dementsprechend versucht umzusetzen das Ganze. Dann überqueren wir jetzt hier erstmal die Gülser Eisenbahnbrücke. Links parallel dazu habe ich es auch wieder hinbekommen, den kleinen... Also in der Realität ist es, glaube ich, ein Fahrradweg, der hier entlang läuft. In dem Fall ist es natürlich ein Fußweg geworden, weil das Spiel ja keine Fahrradfahrer hat. Das wäre natürlich noch eine sensationelle Geschichte. Zweiradverkehr für den Nachfolger. Da hat man, glaube ich, noch gar nichts drüber gesehen. Ne? Also war auch, glaube ich, in dem Teaser nichts zu sehen. Also ich vermute mal, es wird wieder auf vierrädrige Fahrzeuge hinauslaufen, aber zwei Räder wäre schon cool. Mopeds, Motorroller, Fahrräder. Naja, man wird ja noch träumen dürfen. Also, Koblenz-Gülz, ihr seht schon, ist auch alles schon relativ gut ausdekoriert, die ganze Geschichte. Wir legen mal mit der Zeitraffer los. Beginnend mit der Eisenbahnbrücke in Koblenz-Gülz. Die habe ich auch wieder im Eigenbau über die Bühne gebracht, weil es gab einfach keine passende fertige Brücke, die man da hinstellen kann. Und Eigenbau ist ja sowieso meistens am schönsten. Das natürlich alles mit den Brücken- und Dammbauelementen aus der Modbox habe ich das alles über die Bühne gebracht. Entspricht nicht ganz dem Original, also ist sogar ein gutes Stück davon entfernt, aber es gibt halt keine passenderen Elemente, deswegen habe ich diese langen Bogenelemente hier verwendet. Und habe dann eben einfach weiter gebastelt. Habe hier noch so einen kleinen Metallzaun draufgestellt. Schöne Metalltextur verwendet, die gibt es ja auch in allen möglichen bunten Farben. Aber rot, gelb, grün oder so, das erscheint mir alles total unpassend für eine Eisenbahnbrücke. Deswegen so eine schöne Metalltextur, das ist schon in Ordnung. Dann parallel dazu eben hier so einen Fußgängerweg reingezogen. Genau auf derselben Höhe und das dann auch wieder mit den Modbox-Elementen verkleidet. Das ist natürlich ein bisschen Fummelarbeit, man muss sich die richtige Höhe hin konfigurieren und die richtige Breite bzw. den Gleismittenabstand, damit das da einigermaßen zusammenpasst. Aber das passt schon so. Also wie ich es gemacht habe, glaube ich, kann man das schon machen. Dann außen den Fahrradweg habe ich natürlich auch nochmal abgesichert durch so ein kleines Mäuerchen. Dann noch sozusagen die Lücken gefüllt, die dort entstanden sind. Einfach nochmal ein paar von diesen Dammbauelementen dran geklebt. Und hier so diese Stützen einfach noch ein bisschen erweitert, damit der Fahrradweg nicht so in der Luft schwebt. Und so sieht das schon mal gar nicht so verkehrt aus. Direkt schon ein paar Hinweistäfelchen draufgeklebt, also hier die Schneepflugtafeln zum Beispiel, die befinden sich ja, glaube ich, wirklich an jeder Brücke. Und dann hier, mit diesen Elementen bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Da wollte ich halt so ein bisschen die Grundform ein bisschen mehr einfangen. Aber irgendwie passt es auch nicht so wirklich rein. Muss ich mir nochmal überlegen, ob ich das so stehen lasse. So, dann so ein bisschen Straßensetzung. Und hier, die Planierraupen-Mod. Also wenn ihr euch diese Eisenbahnbrücke anschaut, da ist ja quasi eine Kreuzung drunter. Die entsteht jetzt gerade und das wäre ohne die Planierraupen-Mod wirklich absolut nicht möglich. Also da sieht man mal wieder die ganze Stärke der Planierraupen-Mod. Man kann halt wirklich also einfach eine Brücke bauen, die sich in der Kurve befindet und wie man Bock hat, unten einfach noch eine Kreuzung drunter basteln. Man muss es eben dann nur alles schön verkleiden im Eigenbau, hier mit den Modbox-Elementen. Und hier sieht man auch ganz gut, der einzige Nachteil ist halt, dass die Textur quasi nochmal auf den darunterliegenden Boden kopiert wird. Warum das so ist, ich habe keine Ahnung. Das muss man halt dann so ein bisschen kaschieren. Man kann zum Beispiel auch nicht mit dem Texturpinsel drüber malen, ist mir aufgefallen. Also das muss man dann wirklich mit irgendwelchen anderen Elementen auskleiden. Aber ihr seht schon, mit der Modbox geht das alles ganz gut.
und dann sieht man diese komischen Schienenreste, die sich dort ergeben, auch nicht mehr. So, dann hier nochmal eine kleine Brücke reinziehen. Und dann kommt das dem Original schon relativ nahe. Das ist jetzt schon die Bahnstation in Koblenz-Güls. Auch hier wieder alles Brücken- und Dammbauelemente, die ich da verwendet habe. Um das Ganze auch letztlich auf so eine Art Sockel zu stellen, ne? Weil sonst würde ja jetzt, wo ich hier mit der Planierraupe so viel unterwegs bin, würde ja der Bahnhof quasi in der Luft schweben und durch die Modbox kann man das dann halt alles korrigieren. So, dann habe ich auf der anderen Seite nochmal einen weiteren Straßenanschluss angelegt, aber das habe ich dann auch wieder verworfen, weil so wie es jetzt da steht, sieht es einfach nicht gut aus. Ich glaube, da werdet ihr mir recht geben. Das habe ich dann einfach nochmal verworfen und nochmal ein bisschen anders umgesetzt. So, hätte ich auch rausschneiden können, gebe ich zu, aber dann sieht man es halt mal. Ich meine, das ist auch viel von dem Gebastel, was ich mache. Hier hat man es wieder gut gesehen, da habe ich es einfach wieder weggerissen. Ist halt einfach Trial by Error. Bisschen viel Learning by Doing dabei. Ich probiere viel aus und irgendwann passt es dann schon so, dass es mir gefällt und dann lasse ich es auch so stehen. Aber in den meisten Fällen bastel ich einfach nur wild drauf los und irgendwann kommt dann schon ein ganz ansehnliches Ergebnis dabei raus. So, Oberleitungsmastensetzung. Gerade in den weichen Bereichen, da kann man halt nichts dran snappen, da muss man es halt tatsächlich per Hand hinfummeln. Das ist dann immer so ein bisschen mühsam, aber geht auch. Und in den Bahnhofsbereichen halt, da kommt man ja nicht drum rum, da kann man nichts dran snappen an die Gleise. Ich könnte natürlich den Bahnhof nochmal wegreißen, Gleise neu verlegen, dann die Sachen dran snappen, aber dann mache ich es doch lieber per Hand. Ist, glaube ich, sogar unterm Strich ein bisschen weniger Aufwand. So, dann werden die Oberleitungsmasten noch abgestützt. Ich mag das einfach nicht, wenn die so in der Luft hängen. Und, ach ja, genau, Schallschutz, der befindet sich tatsächlich, also der ist ganz ähnlich hier in der Ecke. Also ist auf jeden Fall auch eine grüne Färbung und ich glaube, er hat halt keine Fenster, aber ich mag das halt lieber, wenn das ein bisschen transparent ist, damit man bei den Führerstandsmitfahrten auch einfach ein bisschen mehr sehen kann. Ich mag das einfach nicht, wenn das alles so eingemauert ist. So, dann ein bisschen Bahnhofsdeko. Hier befindet sich, glaube ich, auch noch irgendwie so eine Art alte Lagerhalle. Dann habe ich mir da einfach noch ein passendes Gebäude rausgesucht. Das hier erschien mir dann ganz passend und habe das da aufgestellt. Auf Höhe des Bahnsteigs. Dann sieht man hier ganz gut, die Lagerhalle, die schwebt halt auch so ein bisschen in der Luft. Das ist natürlich der Nachteil, wenn man die auf Höhe des Bahnsteiges bringt. Aber auch da kann man natürlich wieder das Ganze ein bisschen kaschieren, indem man einfach wieder hier so Modbox-Elemente nimmt, einfach große Betonplatten drunter klebt und dann hat man da quasi so einen kleinen Sockel geschaffen. Und dann passt das auch. So, dann noch ein bisschen Gebäudesetzung. Das meiste davon erspare ich euch allerdings. Da scheiden sich auch in den Kommentaren immer so ein bisschen die Geister. Viele sagen, ja, nimm einfach alles mit auf, das passt schon. Einige sagen, ja, nee, muss nicht sein, weil es ist halt auch einfach repetitiv. Gebäude neben Gebäude neben Gebäude. Es wird da wahrscheinlich nochmal so eine kleine Auskopplung geben, weil ich habe da schon deutlich mehr aufgenommen, so als Zeitraffer. Aber das würde ich dann einfach unter dem Oberbegriff Kulissenbau nochmal zusammenfassen in der eigenen Folge. So, hier unterhalb des Bahnhofes glaube ich, dass ich so ein paar kleine Schrebergartenzellen erkennen konnte, Parzellen erkennen konnte. Die habe ich dann nochmal versucht einigermaßen umzusetzen. Auch ruhig mal so ein ganz normales, altes, kleines Gebäude mit reinmischen kann man auch machen. Und der Rest ist halt wie üblich Kleingarten-Asset-Paket. Also die Gewächshäuser, diese ganzen kleinen Gartenschuppen und noch ein Zaun außenrum und fertig ist die Kiste.
So, sieht doch schon gar nicht so schlecht aus. Dann kommt ein bisschen Grünzeug dazu. Und auch hier, ich hoffe, man kann das einigermaßen erkennen. Ich glaube schon. Also ich versenke halt immer noch die ganzen Bäume ganz gerne so ein Stück weit im Boden, um einfach so dicht bewachsene Gebüsche zu versuchen darzustellen. Und das funktioniert auch sehr, sehr gut. So, hier in der Ecke konnte ich tatsächlich genau so ein Areal entdecken. Ich weiß nicht, was das genau ist. Irgendwie eine kleine Werkstatt oder irgendwie sowas in der Richtung. Irgendwas Kleines, Gewerbliches. Ganz simple Nummer. Einen Metallzaun außenrum. Und generell natürlich überall Zäune verteilt. Bisschen angepinselt, das ganze Ding. Und so wächst und gedeiht die ganze Geschichte. Ja, die Gebäude, finde ich, kann man auch, also die man gerade eben sehen konnte, die eignen sich auch ganz hervorragend, wenn man die einfach so zusammenklebt, mehrere in einer Reihe. Das ergibt auch immer ganz stimmige Geschichten. Ein paar Einkaufsmöglichkeiten geschaffen. Eine Sparkasse hatte ich in der Zwischenzeit da auch noch hingeschmissen. Okay. Dann, wo sind wir jetzt? Immer noch in Güls. Ach ja, einfach noch so ein bisschen Straßensetzung. Ich habe das ganze Ding einfach noch ein bisschen erweitert. Aber auch hier gilt natürlich wie üblich, je weiter wir von den Bahnanlagen wegkommen, desto niedriger wird der Detailgrad. Also das ist jetzt schon eher so Bereich Kulissenbau. Da habe ich halt einigermaßen darauf geachtet, dass die Straßensetzung zumindest nicht komplett anders ist als im Original. Aber so wichtig ist das dann auch nicht mehr. Nicht zuletzt auch einfach, um die Performance immer noch möglichst stabil zu halten. Ich bin eh noch total erstaunt, wie gut das immer noch alles läuft. Und so darf es auch gerne noch ein bisschen bleiben. Hier und da hakt es natürlich mal ein bisschen und man hat mal so kleine Mikro-Nachladeruckler, sage ich mal. Aber jetzt also kein wirkliches Gestotter. Also die Frames sind immer noch total stabil. Ich hoffe ja schon, ich habe schon so die leise Hoffnung, dass das einfach bis zum Schluss hoffentlich so bleiben möge. Das wäre schon ziemlich cool. Gerade eben für die ganzen Führerstandsmitfahrten und auch für die Ingame-Aufnahmen. So, das ist vielleicht nochmal ein bisschen interessanter, die ganze Geschichte hier, weil hier ist halt einfach wenig Platz zum Basteln. Aber ich wollte halt unbedingt zwischen der Straße und der Schiene hier nochmal irgendwie so eine Reihe Wohnhäuser haben. Und deswegen habe ich mir die Gebäude hier erstmal so hingefummelt und dann das Ganze einfach mit der Modbox kombiniert und das Ganze quasi auf so ein gemauertes Podest gestellt. Entspricht auch nicht so ganz den Tatsachen, also ich glaube, das ist einfach in der Realität alles nicht so hoch hier an der Stelle, aber ist auch nicht so schlimm. So, dann werden hier die Brückenköpfe quasi noch so ein bisschen aufgehübscht, einbetoniert. Und entlang der Bahnstrecke wird es dann natürlich auch gleich noch ein bisschen detailreicher werden. Das habe ich dann alles schön begrünt hier, die ganze Geschichte. Und hier sieht man es nochmal schön, hier so diese Methode mit dem Bäume versenken, um einfach so einen schönen zugewucherten Hang bzw. Bahndamm entstehen zu lassen. Das ist dann natürlich relativ viel Handarbeit so, ne? Aber das lohnt sich. Also die ganzen Bahnstrecken, die müssen schon ordentlich in Form sein. Das muss einfach sitzen in meinen Augen. So, da geht es noch ein Stückchen weiter Richtung Mosel runter.
Da habe ich mich auch wieder relativ nah an der Realität orientiert, was hier so die ganze Straßensetzung angeht. Da habe ich mir einfach nochmal ein paar Behelfsschienen zu Hilfe genommen, damit ich da einfach die Brücken- und Dammbauelemente dran kleben kann. Auch um einfach nochmal so eine Art Podest zu schaffen, so ein Fundament, wo ich Sachen eben drauf bauen kann. Kleines Mäuerchen außenrum, damit die Sims nicht auf die Gleise stürzen. Viel von der Schienensetzung, also so die grundlegende Schienensetzung hier, also im Moseltal generell, habe ich auch gefilmt. Das machen wir dann vielleicht direkt in der nächsten Folge, damit man das auch mal gesehen hat, wie ich die ganze Strecke einfach Richtung Löff runtergezogen habe. Also Löff ist die letzte Ortschaft auf der Karte, direkt am Kartenrand. Bis dorthin wird es gehen. Und hier in der Ecke konnte ich auch auf der Karte nochmal irgendwie so ein kleines gewerbliches Ding entdecken. Ich weiß nicht, was das hier ist. Was hier produziert wird oder repariert oder was auch immer. Aber es sieht ungefähr so aus, dieses Gebäude. Und hier ist auch nochmal irgendwie ein bisschen markanteres Gebäude. Auch diese Grundstücke hier befinden sich ungefähr dort mit ungefähr so einer Straßenanordnung. Und auch hier wieder relativ viel Fummelarbeit. Aber dafür ist es mir gelungen, halt einfach das Ganze, also hier diese kleinen Grundstücke hier nochmal ganz nah an die Schiene dran zu bekommen. Nochmal hier so ein Industriegebäude einfach als kleine Werkstatt hingestellt. Das ist auch einfach nochmal ein ganz normales Industriegebäude. Passt auch ganz gut dazu. Habe ich früher immer dazu verwendet, um Garagen darzustellen. Mangels anderer Mods. So, und dann soll es das auch erstmal gewesen sein. Der Rest habe ich erstmal rausgeschnibbelt aus der Zeitraffer für Gülz. Das wird dann einfach nochmal nachgeliefert. In einer eigenen Folge. Und wir schauen uns einfach nochmal so ein bisschen um und dann bekommt ihr noch ein paar Ingame-Impressionen hinten dran geschnibbelt. So, dann gehen wir nochmal ganz kurz in-game und begutachten hier die ganze Geschichte nochmal. Hier ist noch der Regionalexpress, der Talent, die Hamsterbacke, mit dem wir gerade hierher gefahren sind. Und ihr seht schon, ich habe das Ganze auch mittlerweile schon in Betrieb genommen. Also die Sims fahren tatsächlich auch mit den Zügen hier, weil sie mittlerweile auch Gründe haben, weil ich ihnen Besuchermagneten hier überall verteilt habe. Ihr seht schon, hier laufen doch mittlerweile jede Menge Leute durch die Gegend. Es fahren auch Autos durch die Gegend. Also so, die Mischung, glaube ich, ist echt ganz in Ordnung. Ich denke mal, dass ich im ganzen Bereich Gülz maximal 1000 Besuchermagneten verteilt habe. Wenn überhaupt, ich denke, es sind deutlich weniger geworden. Und ja, Performance ist trotzdem noch relativ stabil hier, die ganze Geschichte. Es ist nicht zu viel Verkehr, nicht zu wenig, gerade richtig. Und hier konnte man auch gerade ganz gut erkennen, hier laufen sogar Leute aus diesen kleinen Schrebergärten heraus. Also da habe ich tatsächlich auch so winzige Besuchermagneten reingeklebt mit einer Kapazität 1. Also dass ab und zu halt mal jemand hier rein und rausläuft. Und das funktioniert natürlich auch wunderbar. Coole Sache, gefällt mir sehr, sehr gut. Also hier kann man, glaube ich, auch noch ganz nette Aufnahmen über die Bühne bringen. Ja, ausdekoriert. Ich glaube, das meiste hat man eh gesehen. Ich glaube, da ist auch bis auf die Sims ist hier auch nichts mehr dazugekommen. Oh ja, und diese Uhr von Ma Yuen, der Modder, die ist neulich erst erschienen und die funktioniert tatsächlich, diese Uhr. Also ihr müsst mal drauf achten, jetzt haben wir es noch 2035. Und die müsste tatsächlich gleich umspringen. Ich glaube, die läuft sogar in Realtime. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wobei das auch egal ist. Also die Uhr funktioniert auf jeden Fall. Wir bleiben jetzt hier mal noch kurz. Hier hat man auch gerade wieder gut gesehen. Da sind einige Leute aus und eingestiegen. Beziehungsweise ich glaube nur eingestiegen. Aber das funktioniert mittlerweile eben auch.
So, 2036, also eine funktionierende Uhr, das ist also absolut genial in meinen Augen. Die werde ich natürlich auch noch öfter verbauen. Gibt es auch in verschiedenen Varianten, wir können mal kurz reinschauen. Die findet ihr und bei den Downloads, die müsste noch auf der ersten Download-Seite irgendwo mit dabei sein, weil die ziemlich neu ist. Hier unter Clock ist die dann einsortiert und es gibt tatsächlich noch hier die niederländische Variante. SNCF ist, glaube ich, Frankreich, ne? Und eben die DB-Variante, die ich hier verbaut habe. Richtig, richtig cool. Und ich weiß gar nicht, die anderen Varianten haben wir noch gar nicht angeschaut. Ah, okay. Hängende Variante, die könnte man dann natürlich auch unter eine Bahnsteigsüberdachung reinkleben. Auch genial. Zweifach, dreifach, vierfach. Also richtig coole, coole Geschichte. Gefällt mir ausgesprochen gut. So, das aber nur am Rande. Wir schauen uns noch ein bisschen in Güls um, bevor ihr dann noch ein paar Kameratool-Impressionen bekommt. Ja, ihr seht schon, also ich habe euch einiges gespart, erspart an der Gebäudesetzung. Und ich habe mich aber, was den Realitätsgrad angeht, eben vor allen Dingen auf den Bereich rund um die Bahnanlagen natürlich konzentriert. Ne? Ist ja klar. Also dieser Schallschutz gehört auf jeden Fall dazu. Schön in grün gehalten, wie es auch in der Realität der Fall ist. Dann diese markante Kirche hier, die ist aus dem Asset-Expansion-Paket entnommen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich sie vielleicht, also der Standort passt schon ungefähr, vielleicht ein bisschen weiter hinter, also so, sagen wir mal, 30 Meter nach hinten versetzen, wäre vielleicht angebrachter und in der Realität ist die auch nicht ganz so massiv, aber sie hat zwei Türme und das ist die Kirche, die der realen Kirche hier in Koblenz-Güls noch auf jeden Fall am nächsten kommt und deswegen habe ich mich dann einfach letztlich dazu entschieden, diese Kirche zu wählen. Dann nehmen wir das Ganze nochmal so ein bisschen in die Totale. Also ich bin, ehrlich gesagt, ziemlich zufrieden bis hierhin. Bisschen was muss natürlich noch passieren, also quasi aus erster Linie außenrum. Dann hier durch diese Schlucht muss ich mich noch ein bisschen basteln. Dieser ganze Bereich muss noch gefüllt werden. Aber so Güls rund um den Bahnhof herum, das kann ich, glaube ich, erstmal so stehen lassen. Also ich finde es passabel, sagen wir mal so. Auch die Straße, die hier so an der Mosel entlang führt, das ist ungefähr so in der Realität. Parallel dazu verläuft ein Radweg. Das habe ich auch der Realität entnommen und entsprechend umgesetzt. Die Brücke an sich, mit der bin ich sehr zufrieden. Auch diese Parkplätze, die sich hier befinden, kann man erkennen, wenn man sich das auf der Karte ansieht. Genauso wie hier drüben. Der Bus ist auch dem Asset Expansion Paket entnommen und ich glaube, das ist auch einfach, also dass sich hier einfach so ein kleiner Busparkplatz befindet. Ganz sicher bin ich mir da auch nicht, aber es sah zumindest auf der Karte so aus, deswegen habe ich das mal so umgesetzt. Ja, und so sieht es jetzt hier aus. Rund um die Mosel in Koblenz-Güls, da fährt die Hamsterbacke durch die Gegend, die neuerdings hier auch ihren Dienst verrichtet. Schöne Geschichte. Und dass die Sims jetzt hier mittlerweile auch schon über die Brücke drüber laufen, eben parallel zur Schiene, finde ich ehrlich gesagt eine sensationelle Geschichte. Gefällt mir sehr, sehr gut. Für die Inszenierung ist das wirklich top. Generell einfach so eine Art und Weise, die Brücke umzusetzen und einfach parallel dazu einen kleinen Fußweg zu setzen. Das geht natürlich auch wunderbar mit der Straße, sieht man ja auch des Öfteren mal in der Realität. Einfach quasi gemischte Brücken. Das ist eine schöne Geschichte. So. Dann schauen wir hier nochmal kurz drüber. Der Rest kommt sowieso noch. Da drüben ist irgendwie so eine kleine Marina. Könnt ihr schon erkennen. Dann hier so ein kleines Firmengelände. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, was ist das? Ein Brotproduzent, eine Bäckerei, eine Großbäckerei oder sowas in der Richtung. Dann da drüben ist nochmal so eine Ferienanlage. Aber das gibt es auch nochmal in der Extra-Zeitraffer. Werde ich das nochmal zusammenfassen. Wahrscheinlich schon in der nächsten Folge. Schauen wir mal. Okay, gut. Dann, das soll es gewesen sein an dieser Stelle für diese Folge. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder ein wenig gefallen. Viel Spaß noch mit ein paar Impressionen aus dem laufenden Betrieb hier rund um Koblenz-Güls. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Würde mich sehr freuen. Bis dahin und macht's gut.